Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier im Gefängniszug und beim letzten Mal wurden einfach all unsere Sachen hier aus unserer Zelle geklaut. Wir hatten richtig doll viel Gold. Mit diesem Gold hätten wir hier unsere Zelle upgraden können. Und vor allen Dingen haben wir auch keine Betten und keine Kiste, gar nichts mehr. Oh, stimmt. Wir wollten ja einfach die Zelle nebenan noch kaufen. Wir hatten so viel Platz dann einfach, aber das Gold ist einfach komplett weg. Und wir denken ja auch, dass jemand das geklaut hat, aber in der Kiste von dem Insassen gegenüber von uns war gar kein Gold drin, nur sein Gold, oder? Das stimmt, ja, es könnte wirklich sein, dass unser mieser, fieser Zellennachbar uns alles geklaut hat. Aber hier in seiner Zelle befindet sich nur 5 Gold und ich glaube, das ist sein Gold. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er schläft hier auf jeden Fall noch auf dem Boden und ich würde sagen, Katja, wir können auf jeden Fall in die Kantine gehen und uns ein bisschen was zum Essen holen. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang und schauen mal, was es zu essen heute gibt. Hallöchen! Moment mal, wir hätten hier auf jeden Fall noch Spiegeleier, 2 Baguettes oder 3 Burger. Ich hole mir Baguette. Ein Baguette. Oh, du hast ja auch ein Baguette. Ich Baguette. Sehr gut, okay. Dann geht's hier in die Kantine. Ich setz mich gegenüber und zack. Und guten Appetit, Katja. Oh, sehr lecker. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis es dunkel ist und wir unseren Job als Nachtwache machen können. Dadurch bekommen wir wieder 5 Gold und mit diesen 5 Gold können wir dann unsere Zelle upgraden. Das ist sehr gut. Und durch das Upgrade wird unsere Zelle auf jeden Fall größer. Das bedeutet, wir haben diese Zelle hier auch noch zusätzlich. Das heißt, wir haben auch wieder 2 Betten, wieder eine Kiste. Das ist sehr gut. Ja, wir haben ja gar nichts mehr. Guck mal, wir müssen einfach auf dem Boden pennen hier. Auf dem Steinboden sogar. Das stimmt. Das ist richtig doll unbequem, hier auf dem Boden zu schlafen. Okay, da warten wir auf jeden Fall, bis es dunkel wird. Und Kater, schau mal, es ist richtig, richtig doll dunkel. Das bedeutet, wir können unsere Nachtwache antreten. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier alles richtig doll gut im Blick behalten, dass hier keiner Quatsch macht. Hier im Badezimmer sieht auch alles gut aus. Hier vorne im Lager sieht auch alles gut aus. Ja, das passt auf jeden Fall sehr gut. Dann können wir hier in den Zellenwaggons schauen, ob hier jemand Quatsch macht. Aber hier sieht auch alles gut aus. Hier weiter. Ja, hier sieht auch alles gut aus. Hallöchen, hier macht auch keiner Quatsch. Nein. Und sobald die Nacht rum ist, bekommen wir wieder 5 Gold für unseren Job. Okay, hier in der Kantine ist auch nichts. Dann geht's hier vorne weiter in die Küche. Alles sieht gut aus eigentlich, oder? Das stimmt. Keiner macht hier Quatsch. Hallöchen. Ja, das passt sehr gut. Da können wir ganz kurz in unserem Zellenwaggon schauen. Moment mal, könnt ihr mir helfen? Ich habe 2 Gold verloren. Oh nein. Natürlich kann ich dir helfen. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich habe mein Gold im Lager das letzte Mal gesehen. Okay, das bedeutet, er hat irgendwo im Lager 2 Gold verloren. Ah. Die können wir auf jeden Fall finden. Ja, das ist kein Problem. Ja. Wollen wir die Gold behalten? Nein. Okay, wir sind lieb natürlich. Oder? Sind wir lieb? Ja, wir sollten die abgeben wieder. Ach Mann, na gut, hast recht. Okay, dann geht's hier durchs Badezimmer ins Lager. Und hier sollte sich auf jeden Fall irgendwo ein bisschen Gold befinden. 2 Stück. Hier sehe ich nichts. Ich schau mal ganz kurz hier in den Spinden. Oh, aber Gott. Hier ist auch kein Gold. Nee, hier ist alles leer. Hier vorne ist auf jeden Fall das Zimmer der Wachen. Da dürfen wir auf keinen Fall rein. Hier ist auch kein Gold. Nein. Moment mal. Hast du vielleicht hier 2 Gold gesehen? Das Gold gehört uns. Das bekommt ihr sicher nicht. Hey, was soll das denn? Hey. Die haben einfach das Gold geklaut, Katja. Und diese böse Katze, diese böse. Die wollen uns wegschätzen. Oh, die sind vor allen Dingen richtig stark. Mach die Tür zu. Oh, was ist denn da los? Die haben mir so viel Damage gemacht. Und wegschätze. Den habe ich. Okay, die Insassen. Au, sind ja richtig mies und fies. Was ist denn da los? Die kommen rein. Nein. Oh, das war sehr knapp. Okay, Moment mal. Die werden weggeschätzt. Und zack, den habe ich. Der wird auch weggeschätzt. Oh. Kein Schwert. Oh nein, Katja. Nein. Oh, der hat ein Gold schon gedroppt. Sehr gut. Dann hat der andere bestimmt das andere Gold. Ja, das stimmt. Okay, ich muss ein bisschen regenerieren. Dann werden die weggeschnetzelt. Bitte wegschnetzeln. Den habe ich. Und der wird auch weggeschnetzelt. Der hat das zweite Gold gedroppt. Dann haben wir hier noch den letzten miesen Fiesen. Sehr gut. Weg mit dir. Ich helfe mit meiner Hand. Oh, danke schön, Katja. Der wird weggeschnetzelt. Ja, 2 Gold haben wir insgesamt. Das ist richtig fies. Okay, aber Epic, wir haben das Gold auf jeden Fall wiederbekommen. Und vielleicht bekommen wir als Belohnung sogar
ein Gold oder so von ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Gold können wir jetzt auf jeden Fall hier abgeben. Hallöchen. Wir haben dein Gold wieder gefunden insgesamt. Hier, bitteschön. Danke für eure Hilfe. Ich bin euch sehr dankbar. Oh, kein Problem. Oh, kein Problem. Mein Cousin ist Koch hier im Gefängniszug. Wenn ihr einen Job möchtet, kann ich für euch ein gutes Wort einlegen. Oh, Dankeschön. Wie lieb ist das denn? Dankeschön. Doch, wie gut. Das ist ja wirklich richtig, richtig doll cool. Moment, Balkata, wollen wir lieber anstatt die Nachtwache in der Küche arbeiten? Also beides ist nice, aber die Küche macht schon mehr Spaß eigentlich, oder? Das stimmt. Ich habe eine Idee, Kater. Moment mal. Wir könnten den Job als Nachtwache beibehalten, aber zusätzlich noch in der Küche arbeiten. Dadurch bekommen wir noch viel, viel mehr Gold. Stimmt. Okay, wir machen einfach beides. Ja. Das heißt, wir haben echt viel zu tun hier. Dann geht's auf jeden Fall in die Küche zum Küchenchef. Hallo, Küchenchef. Moment mal. Dürfen wir hier in der Küche arbeiten? Oh, ihr habt meinem Cousin geholfen. Natürlich dürft ihr hier in der Küche arbeiten. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Ja, danke, danke, danke. Okay, das bedeutet, Katja, wir haben jetzt hier im Gefängniszug einfach zwei Berufe. Einmal nachts die Nachtwache und tagsüber in der Küche arbeiten. Okay, da können wir jetzt auf jeden Fall warten, bis es wieder hell wird. Und dann bekommen wir von der Wache unser Geld. Und damit können wir die Zelle upgraden. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Und es ist hell geworden. Das bedeutet, wir bekommen hier unser Geld. Geld. Und Hallöchen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Hier ist eure Bezahlung. Oh, vielen Dank. Sehr gut, Karte. Wir haben 5 Gold. Und mit diesen 5 Gold würden wir gerne unsere Zelle upgraden. Das Zellen-Upgrade kostet 5 Gold. Ja, ja, kein Problem. Das können wir zahlen. Bitteschön. Oh, sehr gut. Ich bin so gespannt, wie die Zelle aussieht. Vielen Dank. Oh. Viel Spaß mit der größeren Zelle. Dankeschön. Dankeschön. Wie cool. Epic, schau mal, wie die sind. Das ist jetzt unsere upgradete Zelle. Okay, wir können es auf jeden Fall hier wieder schlafen legen insgesamt. Ja, ja. Wir haben hier eine weitere Kiste, ein Crafting-Table. Okay, unsere Zelle ist jetzt auf jeden Fall schon doppelt so groß. Oh, gute Nacht, Gacha. Deine Füße schon raus. Das ist ganz schön eng, muss ich zugeben. Also, das ist gute Nacht. Unsere Zelle gefällt mir so, so doll gut. Wie könntet ihr euch eure neue Zelle leisten? Ich habe doch euer Gold, ich meine, es freut mich sehr. Viel Spaß mit der neuen Zelle. So eine hätte ich auch gerne. Ja, danke. Danke. Was ist denn da los? Er hat sich verplappert. Tatsächlich. Oh mein Gott. Er hat tatsächlich unser gesamtes Gold, beziehungsweise auch hier unsere komplette Einrichtung der Zelle geklaut. Der ist ja mies und fies. Okay, warte mal, Epic. Ich glaube, der ist nicht so unschuldig, wie er tut. Und ich glaube... Stimmt. Ich glaube, er ist gar nicht so glücklich, dass wir die größere Zelle haben. Nein. Ich glaube, er will auch eine größere haben. Ja, ja, das stimmt. Was ist denn da los? Okay, er hat auf jeden Fall unser Gold geklaut, beziehungsweise unsere komplette Einrichtung. Aber ich weiß nicht, wo er sie versteckt hält. Ich weiß auch nicht. Okay, wir können warten, bis er vielleicht zum Essen geht. Und dann können wir doch mal ganz genau seine Zelle durchsuchen. Vielleicht hat er ja dort einen geheimen Gang. Oh, ja, lass es machen. Okay, okay. Wir müssen einfach ein bisschen unauffällig hier rumsitzen. Reden ein bisschen. Bla, 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 bla. Und dann, wenn er weg ist, gucken wir, was er da so vielleicht verbirgt bei sich in der Zelle. Ja, das stimmt. Und ja, der Schaubal, der Seltsame, ist tatsächlich zum Essen gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist er nicht mehr hier. Und wir können jetzt seine Zelle ein bisschen durchsuchen. Oh mein Gott, wir müssen echt aufpassen, ne? Das stimmt. Es könnte sein, dass er hier einen geheimen Durchgang in die andere Zelle hat. Nee, 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 nee. Hier ist aber auch keine Kiste. Epic. Ja. Hier ist ein Bruchstein, also ein gebrochener, richtig. Stimmt. Das könnte sein, dass er vielleicht da irgendwie was drunter hat. Und dann, wir müssen uns echt beeilen, wenn wir drunter her schauen wollen. Das stimmt, ja, ja, wir müssen uns sehr beeilen. Okay, die Blume können wir schon mal wegmachen. Der Stein hat auf jeden Fall ein paar Gebrauchsspuren. Ich baue den mal gerade mit meinen Händen ab insgesamt. Befindet sich hier eine kleine Kiste drunter. Moment, Balkata. Es befindet sich ein kompletter Geheimgang nach unten. Okay, warte, wollen wir da wirklich runter? Wir sollten uns auf jeden Fall schnell beeilen, wenn wir da runtergehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es da weitergeht. Okay, schnell, 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 schnell. Ich komme auch mit runter. Ja, ja, ab nach unten, ab nach unten. Was haben wir denn hier? Wir haben ja einfach ein Enchantment-Table mit Büchern drumherum. Wir können ja auf jeden Fall verzaubern. Stimmt. Befindet sich hier irgendwo das Gold von uns drin und die Einrichtung? Nee, hier ist alles leer. Aber warte mal, Katja. Wir haben ja auch insgesamt 3 Ender-Chests.
Ja. Es könnte sein, dass in der Ender Chest von ihm unsere Sachen drin sind. Da kommen wir ja niemals dran. Da kommen wir ja wirklich nicht dran. Mm-mm. Vielleicht geht er sogar ganz viele Sachen irgendwie von anderen hier klauen. Das kann sein, Kater, stimmt. Und wenn er die ganzen geklauten Sachen hier in der Ender Chest versteckt, haben wir absolut keine Chance, da ranzukommen. Nee, haben wir echt nicht. Hey, wie fies ist das denn? Als ob er hier einfach so einen geheimen Raum hat. Oha, aber das muss er ja schon länger gemacht haben. Ich meine, das ist nicht von heute auf morgen auf einmal hier gewesen, bestimmt. Das stimmt, Katja. Das ist so oder mir so fies von einem seltsamen Gefängnisinsassen. Oh nein. Okay, wir können uns aber auf jeden Fall sicher sein, dass er unser Gold geklaut hat, weil er sich ein bisschen verplappert hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, Katja, wie wir jeweils unser Gold wieder bekommen. Wir sollten jetzt auf jeden Fall schleunigst hier wieder nach oben, ja, den Stein und die Blume wieder platzieren und uns dann ganz unauffällig verhalten. Er darf auf jeden Fall nicht wissen, dass wir seinen geheimen Raum kennen. Ich mach den Stein drauf und die Blume. Ja, sehr gut. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Taktik überlegen, Katja, wie wir wieder unser Gold bekommen. Da bin ich mir echt nicht ganz sicher. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.